Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Endlich ist es wieder soweit. Wir spielen wieder eine Runde Ultimate Team. Und ja. Mir ist gerade das Spiel abgeschissen, deswegen nehme ich jetzt nochmal so ein Pack. Habe ich vorhin bezahlt, jetzt kann ich es endlich auch benutzen. Das finde ich gut. Und Gomez ist natürlich nicht schlecht, das ist richtig gut. Okay. Mit dem verkaufen wir mal. Und ja, ne, davor habe ich auch nichts Großartiges gemacht, ne? Also ich habe nur das eine Pack da gezogen. Danach war es auf einmal weg. Dann funktionierte EA nicht mehr oder FIFA 14 nicht mehr. Auf jeden Fall ist dann alles abgestürzt. Gerade. Und jetzt wollte ich halt ein Pack-Opening machen. Für ja, quasi das ganze, die ganze erste Folge lang. Bis die 1800 Münzen fertig sind. Das wird die erste Folge. Oh, das wird die erste Folge sein. Und danach werden wir auch wieder spielen. Jetzt geht's komischerweise. Naja. Wird schon seine Gründe haben, warum. Jefferson, Carroll, geil. Christian Taylor, der ist auch ganz gut. Für die spanische Mannschaft ist das gut. Weg damit. Aber bis jetzt noch nichts dabei, was mich wirklich flasht. Dominguez EF, geil, nice. Aber können wir leider auch nicht einsetzen, weil wir keine griechische Mannschaft haben. Nicht schlecht. Egal, den kriegen wir bestimmt irgendwo unter. Und deswegen werde ich auch vorhin das, was ihr aufgenommen habt, nicht hochladen. Also ist dann nichts passiert. Ich habe auch nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war das Spezialpack oder das Vorbestellerpack geöffnet. Da war auch nichts drin, was man Erwähnenswertes rein könnte. Nö, eigentlich nichts Gescheites. Wir sind 2000 Münzen haben wir gekriegt, das war's. Ansonsten halt auch nichts so Gutes. Nein, Golan, jawohl, sauber. Und eine Pace-Uhr, jawohl. So muss das. Und Kalu, nice. Aber der hat auch ziemlich schlechte Werte, ne? 78 ist ja nicht gerade viel. Also ich sag mal so, es gibt bessere. Philippe Luis, sauber. Aber einen guten für die spanische Mannschaft, das ist gut. Sam Allardyce, oh Mann, okay. Weg. Boah, ich habe immer Angst, dass da bei dem Dings immer das Spiel abscheißt. Diego Alves.
Fabio, okay. Ich will noch Reus oder Lewandowski wäre ganz geil. Aber wir sind ja nicht beim Ponyhof, ne? Oder das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Wunschkonzert, genau. Das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, was denn jetzt? Schieber. De Bruyne, jawohl. Sauber. Ein gratis Goldset, okay. Gratis Set. Warte mal, das öffnen wir direkt mal, ne? Vielleicht ist da jemand nur schnittiges dabei. Waran, sauber. Ja, das ist mal was, worüber man sich eigentlich freuen kann. Bam. Sauber. Warte mal, die tun wir mal in der aktiven Mannschaft. Welche aktive Mannschaft habe ich hier jetzt eigentlich? Ah, die Deutsche, das ist gut. Das ist geil. Habe ich nur den Dings da? Ah, den Hund, da habe ich noch auf dem Mangel. Also. Okay. Der kommt mal in den Verein. So. Oh. Jetzt haben wir noch 600 FIFA-Points. Jetzt muss aber irgendwas Geiles dabei sein. Mein Schuke ist gut. Aber wie gesagt, so ein Reus oder ein Lewandowski nehme ich auch ganz gerne. Shay Given. Oh, super. Nein. Muss ich einlösen. Der kann weg. Und in der letzten Folge hatten wir den Aufstieg bzw. die Meisterschaft geholt. Nein, die Meisterschaft. Und jetzt mal gucken, was wir in der neuen Liga reißen werden. Ich hoffe einiges. Boateng, nice, sauber. In die aktive Mannschaft. Ja, wobei, warte mal. Nee. Der kann aus. Wobei, der kommt auf die Transferliste. Der kommt weg. So, jetzt haben wir noch zwei Pets, zwei Packs können wir noch öffnen. Oh, direkt aktivieren. Nehmen wir mal das raus. Tschüss. Verratti von Paris Saint-Germain. Und er kann auch weg. So.
Giroud von HSV. Okay, Milan Wappen, Benfica Wappen. Okay, ja, das war das Pack Opening. Und jetzt werden wir auch mal ein paar Spiele absolvieren. Warte mal, aber bevor wir was gucken, ne? Genau, ich wollte noch an der deutschen Mannschaft vertrumpfummeln, ne? Richtig, erstmal die Liga Vertrag verlängern, das ist Nummer 1. Dann Nummer 2 ist, auf den Transfermarkt gucken. Warte mal. Oh, ich habe einen verkauft, sehe ich gerade. Alaba auf Maestro, what the fuck? Boah, Ribery, Alter. Wie teuer du bist. Alaba. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch auf Jansen setzen. Wir können uns noch kein Alaba leisten. Aber ein Piszczek können wir uns bestimmt noch leisten, oder? Ein Piszczek wäre ganz cool. So. Ach, warte mal. Und da war er doch, genau. 83. Suchen. 11.000 kostet der. Na gut, das ist ja natürlich mit Dings, ne? Jetzt zuweisen. Der kommt in aktive Mannschaft. Ist doch klar. Den braucht man nicht mehr weg damit. So, einen verkauft haben wir. Wen haben wir denn verkauft? Den Rest gucken wir mal nachher. Jetzt spielen wir, fangen wir erstmal an zu spielen. Lass mal erstmal gucke ich meine Mannschaft an. Was die so treibt, ne? Mal. Linksverteidiger habe ich natürlich nicht, ne? Weil der Dings hat nämlich keine Fitness mehr, der Jansen. Der Rest ist eigentlich noch okay, bis auf Piszczek. Der kriegt auch noch mal von mir Fitness, aber er wollte eigentlich nicht das. Naja. Schön, dass jemand offline gegangen ist. Ich bin aber gerade am Spielen. Ich kann nicht offline gehen. So, kann ich dem jetzt Chemiestil verpassen? Ich hoff's. Dead Eye, okay. Ja, aber bringt ja nichts. So ein Hawk würde ich ihm eher schon geben. Dem Huntelaar. So, Online-Saison. Achso, jetzt ist hier. Halt, Vertrag. Oh, ein Spiel, sauber. Egal.